zum Monitor-Jubiläum was sagen. Und gedacht, ich vom ZDF, da bin ich ja von Haus aus nur bedingt überqualifiziert. Aber ich komme und jetzt bin ich beim WDR und es freut mich sehr. Und da möchte ich auch sofort maximale Transparenz herstellen und auch gleich sagen, jawohl, ich erhalte hier eine kleine Aufwandsentschädigung, ein Honorar. Ich habe es aber versäumt, vorher zu klären, ob das Geld aus Gebühren stammt oder werbefinanziert ist. Ja? Ich nehme mal an, es sind Gebühren, sonst wäre es mehr. Werbefinanziert wäre mir natürlich lieber gewesen, da hätte ich das Geld nehmen können und hätte aber gar nicht unbedingt kommen müssen. Ja, das wäre geklärt. Ja. Und dann haben Sie, Herr Restler, haben mir dann diese Einladung zugeschickt und dann klappe ich auf und was lese ich hier? Belzig spricht über kritischen Journalismus und habe gedacht, jetzt was ist denn das für eine Wortkombination, kritischer Journalismus, ja? Und deswegen möchte ich dem Praktikanten, der die Einladung gestaltet hat, sagen, ich habe nachgeschaut, kritischer Journalismus, das nennt man einen Pleonasmus. Pleonasmus, das ist eine rhetorische Figur und sie beschreibt Wortreichtum ohne Informationsgewinn. Wortreichtum ohne Informationsgewinn, da denkt man ja eigentlich erstmal an die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten, aber nicht an Monitor, ja, weil ich meine, kritischer Journalismus, Herr Ressler, das ist eine kugelrunde Rundkugel, ja, das geht nicht, das ist kein weißer Schimmel ist was anderes, ja, Betrügerbank, das ist weißer Schimmel, aber kritischer Journalismus, und dann habe ich gedacht, es zeigt die Krise des Journalismus, wenn er sich mit dem Adjektiv kritisch überhaupt schmücken muss, aber ich versuche jetzt was zu sagen zum, ja, danke, also ein paar, er hat es sehr schön, ja, die anderen denken noch über Sie nach, Herr Niederrübelin, ja, ja, war schön, ich habe also enorm, was Sie gesagt haben, ja, also beneide ich Sie, ich habe es schwer jetzt nach der, also Fallhöhe ist enorm, ja. Kritischer Journalismus. Was ist kritischer Journalismus? Manche Leute sagen, vor allem ist der kritische Journalist ist unberechenbar, ja, investigativ unberechenbar und das ist Monitor und da sage ich Glückwunsch. Monitor ist unberechenbar und deswegen schaue ich es oft. Ja. Allerdings ist der Monitor-Senderhythmus in der ARD auch unberechenbar und deswegen schaue ich es oft nicht. Ja. Aber was ist der kritische Journalismus? Und manche sagen, sowas, das, was Sie da machen, das ist im Grunde überflüssig heutzutage im Internet, Bürgerjournalismus. Und wer die Wahrheit sucht, der braucht keine Mainstream-Medien und die Lügenpresse, der geht ins Internet und findet dort die Wahrheiten. Aber das ist das Problem mit dem Internet. Da gibt es schon schöne Sachen, aber das Problem ist, jeder Idiot stellt seine Wahrheit ins Netz und findet sofort schlagartig 100 andere Idioten, die genau diese Wahrheit gesucht haben, um ihre eigene Beschränktheit abzusichern. Ja? Das ist ganz schwierig. Ja? Und schauen Sie, was werden mir im Netz für Wahrheiten angeboten? Egal, ob es um die Ukraine geht oder um den Islam. Schönes Beispiel, ja? Die Wahrheitsvielfalt beim Islam. Da gibt es die Wahrheit der Islamhasser. Die sagen, Schuld ist der Islam, weil das ist eine bösartige Religion. Und dann gibt es die Wahrheit von Millionen friedlichen Muslimen, die sagen, Schuld ist nicht der Islam, Schuld sind die Islamisten. Und dann gibt es die Wahrheit von Jürgen Dodenhöfer, der sagt, Schuld ist George W. Bush, weil der der Geburtshelfer war des Islamischen Staates. Und dann gibt es die Wahrheit der amerikanischen Geheimdienste, die sagen, Schuld ist Edward Snowden, weil er den Terrorkampf behindert. Und dann gibt es die immer gleichen Leute, die sagen, Schuld sind die Juden, weil die Juden immer schuld sind. Und es gibt die Wahrheit von Thilo Sarrazin, der sagt, Schuld sind die Christen, weil die fürchten zu wenig und deshalb werden die anderen immer mehr. Ja? Wie soll einer wie ich die Wahrheit finden, wo ich doch selbst nicht wahr bin, sondern nur erfunden? Nein. Nein. Da halte ich es lieber mit dem französischen Schriftsteller André Gide. Der hat gesagt, glaube denen, die die Wahrheit suchen und zweifle an jenen, die sie gefunden haben. Oder in meinen Worten, die Wahrheit ist wie Rainer Kallmund, man kann sowas unmöglich von allen Seiten gleichzeitig erfassen. Ja? Was also ist dann die Aufgabe des kritischen Journalisten? Manche sagen, ein kritischer Journalist sollte die Wahrheit immer suchen, aber niemals versprechen. Keine Wahrheit, bitte auch Monitor, keine Wahrheitsversprechen. Mir werden so viele Wahrheiten versprochen. Von jedem, auch Sepp Blatter hatte die Wahrheit versprochen. Ja? Die Deutsche Bank verspricht die Wahrheit. Die Deutsche Bank, inzwischen mehr Besuche von Staatsanwälten als Kundenkontakte. Ja? Auch,
Auch die Bundesregierung hat uns immer wieder die Wahrheit versprochen, zum Beispiel bei NSA und No Spy. Und wer wusste wann was und wer hat gelogen? Eine schöne Aufgabe für einen kritischen Journalisten, ja, hat Bofalla damals gelogen. Ronald Bofalla, von dem es nach der Wahl zunächst hieß, dass er die Politik ganz verlässt, weil er eine junge Frau hätte, um die er sich mehr kümmern möchte. Habe ich damals schon gedacht, siehste, hätte er zufällig eine alte Frau, die hätte er sich an Scheißdreck kümmern. In der Zwischenzeit war er wohl noch mal daheim und hat festgestellt, so jung ist die gar nicht. Ja? Und dann hat er gedacht, jetzt gehe ich zur Bahn. Ne? Aber jetzt bin ich abgeschwiffen. Hat Ronald Bofalla gelogen damals? Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, selbst wenn... Ich habe inzwischen ein sehr entspanntes Verhältnis zu Lügnern, seitdem ich mich mal mit Hannah Arendt beschäftigt habe. Und jetzt werden Sie sagen, bellt sich Erne, wie du liest doch niemals Hannah Arendt. Ja, würde ich auch nicht freiwillig. Aber wissen Sie, Herr Buro, bei uns auf dem Lerchenberg, da ist sowas inzwischen Einstellungsvoraussetzung. Ja? Und Hannah Arendt, Sie wissen es ja alle, Herr Niederrümelin, Hannah Arendt hat unterschieden zwischen, Sie dürfen auch widersprechen, wenn es falsch ist, ja? Lisa. Ja. Hannah Arendt hat unterschieden zwischen Lügnern und Verlogenen. Und sie sagt, der Lügner, der Unterschied ist, der Lügner weiß, dass er lügt, ja, während der Verlogene seine Lüge für die Wahrheit hält. Verstehen Sie? Das heißt, nur im Lügner bleibt die Wahrheit erhalten. Ja. Das sollte jeder bedenken, der die Bild-Zeitung kritisiert. Ja? Der Verlorene, im Verlogenen geht die Wahrheit verloren. Das ist eine Katastrophe. Und deswegen, sagt die Arendt, ist es viel besser, die anderen zu belügen als sich selbst. Das sollte jeder bedenken, der die Merkel oder den Bofalla kritisiert. Ja? Ja. So, hat jetzt der Bofalla, was ist der jetzt? Ist der jetzt ein Lügner oder ein Verlogener? Ja? Es ist irgendwie verzwickt. Ja? Also, passen Sie auf. Ich beim Bofalla weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, ob er Lügner oder Verlogener ist. Ja, wissen Sie, ich glaube, der ist ein Sonderfall. Der wusste damals schon selber nicht mehr, was er so daherfaselt. Das lief da so raus, Hauptsache das Maul wackelt. Also kein Lügner, kein Verlogener, Bofalla halt. Aber ist die Merkel eine Lügnerin, ja, oder eine Verlogene? Jetzt, wir erinnern uns, der Verlogene ist von seiner Wahrheit überzeugt. Die Annahme aber, dass unsere Kanzlerin wirklich Überzeugungen hat, ist nicht hinreichend belegt. Also kann sie keine Verlogene sein, oder? Ja? Habe ich recht? Experte, ja? Ist sie also eine Lügnerin? Moment, wir erinnern uns. Der Lügner kennt die Wahrheit. Um die Wahrheit zu kennen, muss man aber die Wahrheit wissen wollen. Und die Annahme, dass Merkel die Wahrheit wissen will, ist nicht hinreichend belegt, weil die Wahrheit legt den Menschen fest. Und die Annahme, dass Merkel sich jemals festlegen würde, ist nicht hinreichend belegt. Ja. Also, meine Schlussfolgerung. Alle beide, weder Lügner noch Verlogener, das ist keine schöne Conclusio, das ist unbefriedigend. Und der Fall ist bei Hannah Arendt auch überhaupt nicht vorgesehen. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat es jetzt mit dem kritischen Journalisten zu tun und was macht ein kritischer Journalist? Und ich glaube, manche sagen, und das gefällt mir gut, kritische Journalisten sollten immer viel mehr fragen und viel weniger antworten. Fragen stellen, das ist gut. Fragen stellen. Und das ist jetzt mein Geburtstagsgeschenk an Sie, an Monitor, weil ich hätte so viele Fragen, denen Sie mal nachgehen könnten bei Monitor. Ja? Ich würde zum Beispiel sehr gern mal wissen, warum mir jedes Jahr am tränenreichen, verflammten 11. September kein Mensch erklären kann, wo genau, aber bitte ganz genau, die inzwischen weitaus mehr als 4.000 Milliarden Dollar geblieben sind, die allein der Irakkrieg bis jetzt gekostet hat, weil das Geld muss ja irgendwo sein, weil es irgendwer haben tut und auf den großen Straßenstrich der Weltfinanzen schickt. Und ich möchte wissen, warum nur noch von Schulden, Schulden, Schulden die Rede ist, wodurch die Steuerparadiese überlaufen mit Billionen und 85 einzelne Personen auf dieser Welt genauso viel Vermögen haben wie 3,5 Milliarden. Und ich möchte wissen, Herr Restle, klären Sie das mal, warum wir bei superreichen Russen immer von Oligarchen sprechen und bei superreichen Deutschen von Leistungsträgern, ja? Und ich möchte wissen, warum wir bei den Sparpaketen das Geld dauernd bei den vielen holen, die nichts oder wenig haben, und warum wir nicht langsam mal zu den wenigen hingehen, die fast alles haben, würde ich gerne mal wissen, warum das ungerecht sein soll, weil so wie es jetzt ist, ist es ja auch ungerecht. Und wenn es nicht ohne Ungerechtigkeit geht, würde ich gerne mal wissen, ob es dann nicht gerechter wäre, die Ungerechtigkeit auf möglichst wenige Menschen zu verteilen, das aber möglichst gerecht. Und
Und ich möchte wissen, warum es seit dem Ausbruch dieser sogenannten Finanzkrise, und ich habe es genau überprüft, immer mehr Bücher und Ratgeber gibt von diesen Glücksschwätzern und Positivdenkern, die den Menschen dauernd einreden wollen, dass jeder Mensch für sein Glück ganz allein verantwortlich ist, würde ich gerne mal wissen, ob die umgekehrte Botschaft lauten soll, dass auch jeder Mensch für sein Unglück ganz allein verantwortlich ist. Und wenn es das bedeuten soll, würde ich gerne mal wissen, ob diese Botschaft in den Zeiten der großen globalen Umverteilung nicht eine zu praktische Botschaft ist. Und ich möchte wissen, warum es im deutschen Fernsehen, in der ARD, nicht eine kleine, am Abend, kurz vor 8 vor der Tagesschau, nicht eine kleine eigene Sendung gibt, zum Beispiel für die Menschen mit Burnout-Problemen oder für die Alkoholiker oder von mir aus für die 20 Millionen Raucher, denen man ja die Kippe nicht aus der Fresse schlagen darf, wie wir gerade gehört haben, ja? Eine kleine eigene Sendung, dass man ihnen kurz vor 8 vor der Tagesschau ein paar Minuten hilft, von der Sucht loszukommen. Ich meine, Herr Buro, 20 Millionen Raucher, das ist doch was. Möchtet ihr mal wissen, warum ich mir wegen der gerade mal 4 oder 5 Millionen Aktien Direktbesitzer jeden Abend vor der Tagesschau und in den Nachrichten... Und im Radio jede Stunde rauf und runter irgendeinen Scheißdreck vom DAX erzählen lassen muss. Und ich möchte wissen, warum es uns in Deutschland noch nie gelungen ist, noch nie, nur einmal über das so wichtige Thema Zuwanderung vernünftig und in Gerechtigkeit zu sprechen und ohne Ideologie. Und warum wir dieses Thema am liebsten in Wahlkampfzeiten immer irgendwelchen Stimmungsmachern überlassen und seien es nur so Sprüche wie, wer betrügt, fliegt, möchte ich gerne mal wissen, warum es diesen Christsozialen in München nicht noch nachträglich jede Oblate einzeln nach oben wirkt, die ihnen ihr bayerischer Papst jemals in den Rachen geschoben hat. Und ich möchte wissen, warum die Börse meine Existenz und damit meine Lebensfreude, meine Leidenschaft und meine Liebe zerstören kann, auch wenn ich selbst keine einzige Aktie besitze. Ja, das wären Fragen. Das wären Fragen. Ja? Die schenke ich Monitor. Ja? Gehen Sie mal nach und lassen Sie nicht so viel Zeit. Wer weiß, wie lange es euch noch gibt. Ich meine... Der Netflix-Chef hat gesagt, in 20 Jahren ist es hier gegessen, ist vorbei. Ja, vorbei. Da gibt es keinen Monitor mehr und kein Frontal 21 und das macht einem Angst. Natürlich macht es einem Angst. Aber wissen Sie, zum Schluss noch, ich habe keine Angst vor der Angst. Nee, wissen Sie, weil Angst ist gar nicht so schlecht. Angst ist eigentlich was sehr Gutes. Angst hat uns immer gezwungen, oder? Immer uns zu bewegen, uns neu zu erfinden, was zu wahren. Ich möchte mal so sagen zum Schluss. Nur wer die Hosen voll hat, sucht den frischen Wind. Dankeschön.